Ich heiße Katrin. Ich komme hier auch ursprünglich aus der Nähe von Trier, aus einem kleinen Dorf bei Saarburg. Und ich studiere BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Marketing. Warum ich mich für den Studiengang hier entschieden habe, war, ich habe zuerst in Wiesbaden studiert, Gesundheitsökonomie. Wusste aber, ich wollte auf jeden Fall wieder hier zurück in die Gegend. Und gerade mit der Nähe zu Luxemburg habe ich mich dann entschieden, dass ich noch einen BWL-Master draufsetze. Und das wollte ich auch unbedingt dann hier machen. Mit welchem Job ich mich nach meinem Studium sehe, ich sage mal, ich habe mich gerade hier für die Uni Trier entschieden, weil es hier super viele Möglichkeiten in Richtung BWL gibt. Entweder Richtung Finanzen, ich arbeite auch schon auf einer Bank, aber auch Marketing sind super viele Möglichkeiten da. Und ich habe mich jetzt noch schlussendlich nicht entschieden, in welche Richtung ich am Ende lande. Am Campus verbringe ich die meiste Zeit eigentlich auf der Forumsplatte. Da mit Leuten zusammensitzen in der Sonne, sich noch was zu trinken holen, Kaffee holen. Im Park oft auch einfach für Pausen zwischen den Vorlesungen einfach ein bisschen raus, rumlaufen. Aber das also Forumsplatte ist so mein Hauptziel, würde ich sagen. In der Freizeit bin ich sehr viel in der Stadt unterwegs, gerade Hauptmarkt, gibt sehr viel zu sehen, Kornmarkt, Viehmarkt, aber auch jetzt mal von der Stadt raus. An der Mosel gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo man sich wirklich hinlegen kann. Entweder an der Moselperle, also am Strand unten, oder auch einfach nur mit einer Picknickdecke raus. Wenn man ein bisschen weiter geht, kann man auch super viel wandern hier in der Gegend. Es gibt super viele Traumschleifen, Teufelsschlucht, alles mit dem Auto, halbe Stunde allerhöchstens und auch mit den Bussen und Zügen gut erreichbar.